Servus und hallo zum neuen Spotlight. Heute schauen wir uns an Lost Monastery Dark Ride von FSF Ranger. Und es ist Tatsache der zweite Aufnahmeversuch. Weil beim ersten, wenn man den Park lädt, ist als Park gespeichert, dann ist die Kameraperspektive so platziert, dass ich gedacht habe, das ist die Warteschlange. Es war aber dann wohl schon der Track, wo man eigentlich lang fährt. Das habe ich erst relativ spät gemerkt und mir gedacht, ach komm, das ärgert mich jetzt. Da fange ich nochmal neu an und habe mir die Station gesucht und jetzt sind wir da und jetzt geht's los und ich quatsche schon gar nicht mehr lang. Und hier ist einfach die Station. Was hat er auf Steam alles geschrieben? Das sollte ich vorher nur sagen. Story ist, eine Gruppe von Abenteurer ist im Himalaya verschollen und wir sollen sünden, bevor der Winter losgeht. Das ist die Story und er hat irgendwas von Reshade geschrieben, das er damit ausprobiert hat und das kann man sich irgendwo ansehen und das ist irgendwo verlinkt auf seinem Steam-Profil, könnt ihr mal vorbeischauen. Sorry für das Chaos hier jetzt, wobei vom Chaos habt ihr jetzt gar nichts mitbekommen, es war ja der erste Aufnahmeversuch. Ich quatsch nicht lang, wir machen einfach Testen, setzen wir uns rein und... Jo. FSF Ranger ist ja der Meister der Dark Rides. Und da erwarte ich schon Großes. Hochgeladen wurde das Ganze im November 2020. Wo steht's? 9. November 2020. Nicht mehr ganz aktuell, aber ist ja komplett wurscht. Ich kenne den Ride noch nicht. Aber wenn ich vorher planlos herumgeirrt bin. Ich habe jetzt doch noch nicht so viel gesehen. Ich habe dann so irgendwann gemerkt, hey, da stimmt was nicht. Aber egal, jetzt schauen wir uns das an. Hier schön mit Zeitmaschine und Kameraeffekte gearbeitet. Dementsprechend logisch. Ist eigentlich eh logisch bei Kreationen vom Ranger, dass wir nur einmal fahren. Weil das wird wahrscheinlich nur 5 bis 10 Minuten Fahrt oder so. Geh mal davon aus. Ich weiß es nicht. Ja. Die eigentliche Fahrt bin ich vorher beim ersten Aufnahmeversuch, da habe ich erst 5 Minuten planlos herumgelaufen und dann die Fahrt gestartet. Und ungefähr an diesem Zeitpunkt, an dieser Stelle hier, habe ich gesagt, ach komm, ich nehme alles nochmal auf. Will ja keiner sehen, das Gelabere am Anfang. So ein bisschen irritiert sind die Wäscheleinen, die da rumhängen oder Fahnen oder warum sind die da? Das verstehe ich nicht, macht aber nichts. Ja, es dauert schon mal so ein bisschen, bis man so an Himalaya hochgeklettert ist. Verstehe das wirklich nicht mit die Dinger hier da. Warum? Fast schon schwarz-weiß gehalten, der Kameraeffekt hier. Oder ist schwarz-weiß? Sieht schon irgendwie toll aus. So, da bin ich wieder. Für euch wurscht. Ja. FSF Ranger, wenn ihr sehen wollt, was der so baut, einer seiner ersten Dark Rides, der eingeschlagen hat, wie nochmal was, war Night of Damnation. Schaut euch das Ding mal an.
Genau, ungefähr hier war der Startpunkt dann gesetzt. Also wenn man Park lädt, ungefähr hier. Und dann dachte ich halt, die Brücke und alles, das ist Wartebereich. Bin da vorher rumgelaufen, aber es war gar kein Wartebereich, das war schon der Track und bis jetzt eine sehr gemütliche Themenfahrt durch den Himalaya. Ja. Die Schnee- und Nebeleffekte und so, das sieht halt genial aus. Ich habe aber auch gar nicht großartig mitbekommen, dass er da letztes Jahr wieder ein Dark Ride rausgehaut hat irgendwie. Habe ich jetzt erst gefunden und gedacht, schau mal natürlich an. Bin gespannt, ob er den Schwarz-Weiß-Effekt nur ein bisschen ändert, dass farbig wird oder ob es mehr Schwarz-Weiß-Fahrt heute bleibt. Werden wir sehen. So, jetzt sind wir zumindest schon mal beim Himalaya hochgeklettert. Gut, jetzt könnt irgendwer sagen, oh, da sind aber Stufen und es ist unrealistisch, dass der Wagen da hoch wird. Ja, kommt. Beruhigt euch mal, das ist hier jetzt einfach so. So wirklich schwarz-weiß ist es nicht, weil das so, die Farben kommen ja schon ein bisschen raus. Es ist nur extrem entsättigt. Aber ist ja wurscht. Okay, da. Soundkulisse ist sehr dezent, aber es passt irgendwie so zu dem verlassenen Himalaya-Dingens da. Ah, wo geht's hin? Gefühlt fahren wir immer nur bergauf. Also, die ganzen Gebäude und so sehen schon toll aus. Schauen wir uns dann nach der Fahrt natürlich nur in Ruhe alles an. Dann auch in Farbe. Oha. Sind das unsere Abenteurer, die erfroren sind? Hat er geheißen, die sollen wir finden, bevor der Winter kommt. Haben wir wohl nicht ganz geschafft dann. Ah, jetzt wird's bunt. Richtig gut macht mit die Kameraeffekte. Das ist was gelaufen. Sieht schon beeindruckend aus. So ein, zwei, drei Kerzen hier platziert. Oha, was ist hier? Hier Sache. Entweder sind die Mönche vielleicht oder die Menschen alle erfroren und skelettiert hier.
Aber es ist irgend so, keine Ahnung, Pult von Skeletten. Aber ich sag einfach mal, das sind die ganzen Abenteurer, die wir finden sollten, die haben es nicht so ganz geschafft. Ja, wenn wir zuerst die ganze Zeit bergauf gefahren sind, dann müssen wir irgendwann wieder runterfahren. Custom Files und so gab es nicht zum Runterladen. Könnte man sagen, ey, ist es aber schon ein bisschen, da passiert wenig und so. Ja, stimmt, aber was ist hier los? Ich finde die Stimmung, die ist sehr bedrückend und kommt sehr cool rüber. Und was auch immer das hier ist, es sieht sehr cool aus. Ein Portal. Sind da unsere Abenteurer drin verschwunden? Sieht schon beeindruckend aus. Das kann er einfach, der Ranger, dass er in großem Maßstab hochdetailliert baut. Ah, das Portal, wo die Skelette rauskamen, vielleicht. Hier ist ein Abenteurer. Der versteckt sie. Haben einen gefunden. Der lebt sogar noch. Wäre halt schlau, wenn der dann nicht einfach rumstehen wird, sondern eben wieder zurückgehen, ne? Überall Knochen. Also irgendwas ist hier passiert. Eine sehr lange Fahrt, aber war zu erwarten. Und stört mir auch nicht. Also es ist. Stimmung kommt super rüber, finde ich. Vorne, was ist da wieder los? Wieder irgend so Kultstättenzeugs, irgendwas? Ja. Die hängen da so ein bisschen rum, ne? Das mit den Dunsteffekten hier, wie bekommt man das hin? Sieht immer so cool aus. Ach, sehr schön gemacht. Sind natürlich Toolteile, aber sehr cool gemacht. Hier einfach mal noch mal eine Stadt hinbaut, riesige, die irgendwie so ein bisschen am Untergehen ist oder in Abgrund fällt und irgendwie alles schief ist. Oder sind das Kameraeffekte? Ich weiß es. Nö, das ist schon alles schief. Ich finde es einfach beeindruckend, dass es. Oha.
Unsere Abenteurer, ja, denen geht's nicht ganz so gut. Ah, jetzt kommen wir wieder aus der schrägen Parallelwelt, nenn es mal. Geht's wieder raus. Die Portale sind da super gemacht. Irgendwas passiert, aber es ist sehr grau. Hier sehr grau. Also, jetzt. Da, und dann sind wir wieder am Anfang hier. Das Flugzeug hier sieht mega genial aus. Da, jetzt würde ich sagen, schauen wir es uns nur kurz an. Sind wir ja gleich wieder bei der Station. Gucken wir nochmal so drüber, dass man die Ausmaße nochmal sieht, weil es wirklich sehr groß ist. Machen wir mal auf. Stopp. Wie lang ist der Track? Das will ich wissen. 2200 Meter Dark Ride. Nein. So. Gut. Das Flugzeug hier sieht schon mega aus. Hier haben wir das Lager. Hier sind wir dann raufgefahren. Hier hin, hier hin, hier hin. Sieht halt wirklich beeindruckend aus. Auch hier, das siehst du ja von der Fahrt aus gar nicht die schönen Dächer und so, aber er hat es halt trotzdem gebaut. Finde ich cool. Dann ging es hier rein und dahinter ist nichts mehr, der Rest ist alles unterirdisch. Schauen wir mal. Auch hier ging es dann dran. Hier, hier, hier lang. Hier durch, hier war ein Teil. Ihr seht schon, sind sehr. Quasi die ganze Map oder Großteil der Map ist Dark Ride. Ist sehr groß. Mir gefällt es als erstmal ein bisschen anderer Dark Ride, jetzt mehr so Dark Themenfahrt ohne Mords hier Schockt Effekte. Finde ich sehr cool. Ja, was haltet ihr davon? Ist wirklich mal was anderes so ein bisschen. Ich sage jedenfalls vielen Dank fürs Ansehen. Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal.